Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Prepare and Hope. Prepare and Hope steht für Rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. Heute am Sonntag wieder eine persönliche Einschätzung zum Blackout- und Brownout-Risiko. Aber heute gibt es auch noch einen ganz spannenden Interviewgast. Ich habe den Peter Orzeszowski interviewt letzte Woche. Und der Herr Orzeszowski ist Journalist und Autor zahlreicher Sachbücher, mittlerweile über 30 Sachbücher. Und wir werden sprechen über drei Bücher. Das ist einmal Besatzungszone Deutschland, dann der Dritte Weltkrieg. Dieses Buch hat er bemerkenswerterweise schon 2015 geschrieben. Und das dritte Buch, was er geschrieben hat, ist Wenn der Papst flieht. Hier bezieht er sich auf die Prophetie, die eben vorhersagt, dass der Dritte Weltkrieg dann ausbricht, wenn der Papst eben Rom verlässt. Also bleiben Sie gespannt. Das wird heute wieder ein sehr kurzweiliges Video. Fangen wir an mit meiner Einschätzung des Blackout- und Brownout-Risikos. Wenn wir uns diese ganzen Probleme der Energieversorgung momentan ansehen, dann muss man sich fast schon wundern, dass immer noch der Strom aus der Steckdose kommt. Ich will hier nur kurz ansprechen, ich habe es in den letzten Videos schon gesagt, dass wir ja immer noch oder dass Europa immer noch große Mengen an LNG und Ölprodukten direkt und indirekt über Russland bezieht. Dazu kommt die ukrainische Pipeline, wo ja die Ukraine droht, diese Pipeline zu schließen. Und dann haben wir noch den ausländischen Strom, den wir bekommen. Also wir sind extremst, wenn ich zu sagen, hundertprozentig abhängig vom Ausland, was die direkte Lieferung von Strom und die indirekte Lieferung von allen fossilen Energieträgern, Gas, Öl und Kohle angeht. Ja, und da darf wirklich nichts passieren, sonst bricht hier die Energieversorgung zusammen. Und dazu kommt ja noch das leidige Thema des Gasspeichers und immer mehr Experten warnen, dass wenn es einen langen Winter gibt, die Gasspeicher am Ende eben nicht ausreichen, uns durch diesen Winter zu bringen. Weder was die Versorgung mit Strom angeht, noch was die Versorgung mit Gas angeht, sodass es dann zu Rationierungen kommen muss. Und die werden natürlich in erster Linie die Industrie betreffen, was ein weiterer Sargnagel für den deutschen Klein- und Mittelstand bedeuten wird. Und nicht zu vergessen sind natürlich die ganzen anderen Blackout-Risiken, die es ja auch immer schon gab, als da wären Extremwetter, technisches Versagen, menschliches Versagen, Cyberattacken, Terrorangriffe, Komplexitätsversagen ist auch noch wichtig zu erwähnen, der Sonnensturm, der ja auch längst überfällig ist. Also die Risiken, die da sind und zu einem Blackout führen könnten, sind ja gigantisch, muss man schon sagen. Und wir können jeden Tag froh sein, denen es nicht passiert. Und weil die Lage eben so unsicher ist, ist meine Bewertung auch nach wie vor gelb-rot. Es gibt keinen, aber auch gar keinen Grund, von irgendeiner Entspannung bei der Sicherheit der Energieversorgung zu sprechen. Bevor wir jetzt weitermachen mit meinem Interviewpartner, mit dem Peter Orzeszowski, möchte ich noch kurz auf einige Fragen eingehen, die mir die letzten zwei Monate zur CERT Europe Association gestellt wurden. Ich denke, das ist auch hier für die Community von Interesse. Vielleicht mag der ein oder andere ja auch nach Beantwortung dieser Fragen in unseren Verein eintreten. Ein kurzer Hinweis noch. Am 24. und 25.10., also Dienstag, Mittwoch kommender Woche, findet der digitale Katastrophenschutzkongress statt. Das ist eine Webinarveranstaltung, die geht immer von morgens früh bis ungefähr 15 Uhr. Und an diesen zwei Tagen gibt es eine Fülle von Vorträgen zum Thema Katastrophenschutz im Bereich der kritischen Infrastruktur. Der Kongress wird veranstaltet vom Behördenspiegel. Ich halte dort am 24. gegen 11 Uhr einen Vortrag. In meinem Vortrag geht es um kritische Infrastruktur im Spannungsfeld der Energieversorgung. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere von Ihnen an diesem Online-Kongress teilnimmt. So, jetzt weiter zu den CERT-Fragen.
Ja, die wohl am häufigsten gestellte Frage ist, warum der Name des Vereins Englisch ist, also CERT Europe Association. CERT steht im Übrigen für Community Emergency Response Team, also eine Gemeinschaft, die eine Antwort geben kann auf einen Notfall. Ja, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wir haben uns am amerikanischen Vorbild, nämlich CERT USA, orientiert. Und wir fanden es aus diesem Grund eine gute Idee, es CERT Europe zu nennen. Und der zweite Grund ist, und das ist auch der Grund, warum der Verein nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz gegründet wurde, wir wollen eine europäische Organisation sein und wir haben jetzt schon Mitglieder aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Und deshalb eben die englische Bezeichnung und nicht eine rein deutsche. Ja, ich sagte es gerade schon, unser Verein hat mittlerweile knapp 40 Mitglieder. Wir sind 2 Monate alt, wobei wir operativ erst seit ungefähr 1,5 Monaten am Arbeiten sind. Insofern finde ich, ist das gar nicht so schlecht. Wir haben bisher leider keine große Reichweite. Das heißt, man kennt uns nicht und deswegen ist es natürlich gar nicht so einfach, an die Menschen ranzukommen, die vielleicht Interesse hätten, in unseren Verein einzutreten. Ja, eine andere oft gestellte Frage ist, ich hatte ja vorher einen Telegram-Kanal, respektive eine Telegram-Gruppe, warum ich jetzt CERT gemacht habe und nicht einen Telegram-Kanal oder weiterhin eine Telegram-Gruppe. Und die Sache ist eigentlich auch ganz leicht zu erklären. Ein Telegram-Kanal ist ja eine einseitige Informationsvermittlung. Das heißt, der Kanalbetreiber informiert seine Kanalmitglieder. Und in einer Telegram-Gruppe findet ein mehr oder weniger Chat oder Austausch unter den Mitgliedern statt. Problem bei Telegram ist aber, wenn ich eine Gruppe mache, kann ich nicht kontrollieren, wer da sich hinter der Person, die sich angemeldet hat, verbirgt. Die Person kann ihren richtigen Namen angeben, muss das aber nicht tun und ich kann mir überhaupt keine Informationen verschaffen über die Motivation dieser Person, warum sie erstens in die Gruppe gekommen ist und zweitens das sagt, was sie sagt. Wer sich schon länger mit dem Thema Krisenvorsorge, Katastrophenvorsorge beschäftigt, der weiß, dass es eben nicht unproblematisch ist, wenn man sich selbst als jemand, der vorgesorgt hat, outet. Nehmen wir das klassische Beispiel. Es gibt in Deutschland aufgrund eines großflächigen Stromausfalls einen Versorgungsengpass. Sie wohnen in einem Mietshaus in Berlin-Mitte mit weiteren 100 Parteien im Haus. Dann kann Ihre persönliche Vorsorge schnell zu einer Bedrohung werden, wenn die anderen Hausbewohner eben nicht vorgesorgt haben und dann erkennen oder riechen oder wie auch immer drauf kommen, dass sie sich jeden Tag gemütlich eine Dose Ravioli warm machen, dass sie genügend Wasser und andere Dinge haben, die die anderen Mieter nicht mehr haben. Man mag sich das nur mal vorstellen, was dann am dritten Tag für ein Bedrohungspotenzial auftaucht. Und deswegen ist es eben nicht so einfach mit anderen Menschen, die genauso denken, die auch vorgesorgt haben, die sich für Krisenbewältigung interessieren, in Kontakt zu treten. Und das war einer der Gründe, warum wir die CERT Europe Association gegründet haben. Jeder, der Mitglied werden möchte, muss sich mit seinem Klarnamen und seinen persönlichen Daten identifizieren und kann erst dann Mitglied in unserem Verein werden. Ein weiterer Grund, warum wir CERT gegründet haben, liegt in der Tatsache begründet, dass unserer Meinung nach die Vorsorge, also die physische Vorsorge mit Lebensmitteln, Medikamenten, Wasser und was man da sonst noch alles so einlagert, überhaupt nicht ausreicht, um in Krisen wirklich handlungsfähig zu bleiben und die Krise bestmöglich bewältigen zu können. Ja, und unserer Meinung nach gibt es bisher für die normale Bevölkerung keine Möglichkeit, sich in Krisenbewältigungsstrategien ausbilden zu lassen. THW, Feuerwehr und wie sie alle heißen, nehmen nur eine begrenzte Personengruppe auf. Da muss man jung sein, da muss man gesund sein, da muss man sportlich sein, sonst kann man da nicht hin und kann diese Dinge eben nicht lernen. Und wir wollten eben eine Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, die jeder Bürger dieses Landes oder jeder Bürger Europas, wir sind ja ein europäischer Verein, in Anspruch nehmen kann. Was wir im Einzelnen machen, ist, wir bilden sie aus, die Situationen und Lagen besser beurteilen zu können. Weiterhin bieten wir eben an, sie auszubilden in der Krisenbewältigung.
Das heißt, wir möchten Sie in die Lage versetzen, sich selbst und der Familie im Falle von Krisen und Katastrophen besser helfen zu können und natürlich auch anderen Menschen besser helfen zu können. Egal, ob das nun ein Brand in einem Mietshaus ist oder bei einem schweren Sturm oder bei einem Hochwasser oder wie jetzt, wenn es in einer Stadt zu Unruhen kommt, wie es gerade in vielen deutschen Städten passiert, wegen des Konfliktes zwischen der Hamas und Israel. Da macht es schon Sinn, dass man weiß, wie man sich, wenn man in der Stadt unterwegs ist und sowas passiert, richtig verhält, damit man sich selbst und seine Familie bestmöglich schützen kann. Aber auch ganz wichtig, CERT bietet den sicheren Austausch der Mitglieder untereinander auf dem CERT Campus. Das ist eine Internetplattform, bei der Sie sich registrieren können und dann mit den Mitgliedern über Krisenthemen diskutieren oder chatten können. Ja, und CERT bietet die sichere Vernetzung mit anderen Mitgliedern vor Ort. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eins der wichtigsten Dinge, was die CERT Europe Association anbietet. Aber damit noch nicht genug. Alle 2 Wochen bieten wir Ihnen einen geschlossenen Zoom-Call, der nur CERT-Mitgliedern, nur verifizierten CERT-Mitgliedern zur Verfügung steht. Wir wollen Sie ausbilden in Lagebeurteilung, Krisenvorsorge und Krisenbewältigung. Und dazu haben wir eigene Webinare entwickelt. Wir haben jetzt in den 2 Monaten schon 3 der 4 Grundlagenwebinare gehalten. Das ist einmal die Krisenvorsorge, dann die Grundlagen der Krisenbewältigung und die Grundlagen zur Flucht an einen sicheren Ort. Das 4. Grundlagenwebinar ist medizinische Vorsorge und Brandbekämpfung. Das findet im November statt. Und wir werden diese Webinare als Autowebinare installieren, sodass jedes neue Mitglied die Gelegenheit bekommt, diese Webinare zu buchen. Und der Vorteil für Sie, wenn Sie noch in diesem Jahr Mitglied bei der CERT Europe Association werden, Sie bekommen eines dieser Webinare geschenkt. Die Webinare kosten 79,95 €. Der Mitgliedsbeitrag bei der CERT Europe Association kostet 65 Euro. Oder 65 Schweizer Franken. Das heißt, wenn Sie CERT-Mitglied werden, haben Sie Ihren Beitrag in diesem Jahr schon raus. Wir sind der Meinung, dass Vorsorge allein nicht ausreicht, sondern dass wir alle uns in Krisenbewältigungsstrategien ausbilden lassen müssen. Und natürlich, den größten Schutz bietet nach wie vor eine leistungsfähige Gemeinschaft. Und wir bieten mit der CERT Europe Association eben die Möglichkeit, vor Ort eine leistungsfähige Gemeinschaft aufzubauen, die sich egal in welchen Krisen und Katastrophen gegenseitig helfen, aber auch schützen können. Liebe Community, heute habe ich einen weiteren spannenden Gast bei meinem YouTube-Kanal Prepare and Hope und freue mich, den Herrn Peter Orzechowski zu begrüßen. Und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir hier über Ihre Bücher und ich glaube über sehr relevante Themen der aktuellen Zeit zu sprechen. Liebe Grüße, ich glaube, Sie wohnen in München, ist das korrekt? Ich wohnte in München, ich wohne in Portugal. Sie wohnen jetzt in Portugal. Dann erstmal herzlich willkommen aus Portugal, danke. Herr Orzechowski. Ja, nicht alle meine Zuschauer werden Sie kennen, deswegen möchte ich Sie kurz vorstellen. Nach dem Studium der Germanistik, Geschichte und Politologie an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München haben Sie die journalistische Laufbahn eingeschlagen. Seit 1978 waren Sie zunächst als Redakteur, dann als Ressortleiter und Chef vom Dienst, später dann als Blattmacher und Chefredakteur für die Verlage Weltbild, Seiler, Burda, Bauer, Uhlstein, Gruner und Jahr, Petri und Elastätik, also alles sehr, sehr bekannte Verlage. Zwischen diesen Engagements arbeiten Sie immer wieder als freier Journalist und Sachbuchautor, so zum Beispiel von 86 bis 92 in Los Angeles. Und von 95 bis 2013 waren Sie außerdem Dozent an der Akademie der Bayerischen Presse in München und an der Akademie für Neue Medien in Kulmbach und haben mehr als 5000 Journalisten selbst ausgebildet. Zu ihren zahlreichen Veröffentlichungen zählen ein historischer Roman und über 30 Sachbücher. Das muss man erstmal sacken lassen. Wow. Mein erster Kontakt mit Ihnen war das Buch Besatzungszone, in dem Sie die These vertreten, dass Deutschland kein souveränes Land ist, sondern immer noch seit dem Zweiten Weltkrieg
in Anführungsstrichen Besatzungszone. Ja. Wie kommen Sie darauf? Nun, das ist jetzt keine persönliche Meinung von mir oder so. Man muss nur einfach die Bestimmungen, die Statuten, die Gesetze anschauen. Dann sieht man sehr deutlich, dass die Nachkriegsbesatzungsstatute zum großen Teil immer noch gelten. Das heißt zum Beispiel, dass die Amerikaner auf deutschem Boden Basen oder Kasernen haben dürfen, so viel sie wollen. Das Und wenn heißt ich da auch, dass, kurz Pflichten ja, fragen bitte. darf, ist es richtig, dass sogar der deutsche Steuerzahler die bezahlen muss? Ja. Das ist ein ganz einfaches System. Das haben die Amerikaner, denke ich, vom Römischen Reich übernommen, dass die Staaten, die sozusagen in den Schutz der imperialen Macht kommen, dass die für diesen Schutz natürlich auch bezahlen. Der amerikanische Botschafter Holbrooke, glaube ich, war es, der hat mal gesagt, das summiert sich etwa auf 1 Milliarde Euro pro Jahr für Deutschland. Nun könnte man sagen, okay, wir haben den Krieg verloren und die Amerikaner sitzen halt hier und so ist es ja auch. Nur halt müssen wir das auch wissen. Es ist unsinnig zu glauben, wir könnten hier eine eigene Politik machen oder gar den deutschen Politikern dann vorzuwerfen, warum sie nach Moskaus Pfeife tanzen. Da ist nichts vorzuwerfen, es geht nicht anders, schlicht und ergreifend. Und wenn einer einen eigenen Weg wählt, ich erinnere an Willy Brandt, dann wird sofort dagegen geschossen und dann werden natürlich Dinge unternommen. Ja. Herr Orzechowski, Sie haben gerade gesagt, nach Moskaus Pfeife tanzt. Sie nee, meinen Washington. Washington. Washingtons Pfeife tanzt. Ja. Genau. Und was Sie gerade angesprochen haben mit dem Willy Brandt, ich glaube, das bezog sich darauf, dass er sich geweigert hat, die Kanzlerakte zu unterschreiben. Ist das richtig? Das sagt man, das ist natürlich schwer zu beweisen, aber das sagt man, das sagt auch Egon Bahr, der ja seine rechte Hand war. Und da deutet vieles darauf hin. Zum anderen hat er natürlich versucht, eine neue Ostpolitik zu fahren, hat den Amerikanern auch nicht gepasst, die natürlich, wissen Sie, man muss die Dinge auch immer geografisch und damit auch geostrategisch oder geopolitisch sehen. Es ist ganz einfach so. Wenn ich eine Macht habe wie die USA, die einen Erdteil kontrollieren, dann ist diese Macht immer in der Geschichte darauf angewiesen, die Ufer auf beiden Seiten ihres Landes zu sichern. Das heißt also, in Asien haben sie ihre Verbündeten Japan und Südkorea und auf unserer Seite, auf der europäischen Seite, haben sie ihre Verbündeten in der EU. Wenn sie jetzt das aufgeben würden, geben sie ja der eurasischen Komponente, also China und Russland, freie Hand. Das kann natürlich nicht sein. Kein Imperium lässt das zu. So muss man das einfach in die Gesamtlage hineinprojizieren und dann verstehen. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner jetzt versuchen, sozusagen Deutschland zu besetzen, weil sie die Deutschen hassen. Das glaube ich gar nicht, sondern schlicht und ergreifend geht es darum, nicht zu ermöglichen, dass Russland beispielsweise seinen Einfluss bis an den Atlantik ausdehnt. Sie erinnern sich, der Wladimir Putin hat in seinen ersten Regierungsjahren damals in München auf der Sicherheitskonferenz, ich glaube es war 2002 oder 2003, gesagt, er hat die Vision eines Wirtschaftsraums von Lissabon bis Wladivostok. Mhm. Ja nun, da sind die Amerikaner aber draußen. Ja, Also, und vielleicht für unsere Zuschauer, die das nicht so alles verfolgt haben, das wäre eben von besonderer Brisanz gewesen für die Amerikaner, weil halt immer so im Raume stand, wenn, ich sag mal, deutsches Ingenieurtum und russische Rohstoffe zusammenkommen, dann kann da was ganz Großes und eine mächtige Wirtschaftsnation daraus erwachsen. Und das wäre natürlich eine Konkurrenz für das amerikanische Imperium geworden. Ganz klar, ganz klar. Und wie gesagt, um zurückzukommen auf die Besatzungszone oder auf die Besatzungsstatuten, die es noch gibt. Wie gesagt, die sind im Grunde genommen erklärbar, zum einen durch den verlorenen Krieg, zum anderen durch den Machtanspruch der USA und zum dritten natürlich schon auch damit, dass in den Regierungskreisen in Washington nicht das große Vertrauen herrscht, dass die Deutschen zuverlässig seien. Muss man auch sagen. Ich meine, wir vergessen immer der Skandal damals, als Schröder gesagt hat, er macht beim Irakkrieg nicht mit.
Das wurde jetzt nicht so groß propagiert, aber im Grunde genommen war das ja ein Bruch. Und naja, gut, er hat es politisch nicht überlebt, der Gute. Aber daran sehen wir schon, die achten sehr genau darauf, ob wir mitziehen oder nicht. Und da erinnere ich auch wiederum an Nord Stream 2, das natürlich nicht passieren durfte, weil er damit Europa beziehungsweise besonders die deutsche Industrie sehr viel Nutzen daraus gezogen hätte, billige Energie bekommen hätte oder hatte auch vorher schon und damit eine unglaubliche Konkurrenz gewesen wäre, wirtschaftlich. Ja, ich weiß nicht, ob meine Informationen da richtig sind, aber ich habe mal gehört, dass sogar die Anti-Atomkraft-Bewegung sozusagen initiiert wurde, um halt Deutschland eben von dieser wirtschaftlich sinnvollen und effektiven Energieerzeugung wegzubringen, um halt diese Unabhängigkeit zu verhindern. Ja, glaube ich durchaus. Ich habe noch keine Belege dafür gefunden, aber ich glaube das auch, weil man ja auch sehen muss, immer sehen muss, wer finanziert eigentlich welche Bewegungen. Und da sieht man zum Beispiel, die Klimakleber werden finanziert und so weiter, dass es durchaus Interessen gibt, diesen Wechsel in der Energieversorgung in Deutschland bewusst herbeizuführen, der natürlich dann auch bedeutet, dass Deutschland als Konkurrent erstmal wegfällt. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Buch Besatzungszone. Sie haben unter anderem in diesem Buch auch beschrieben, dass halt viele deutsche Behörden umgewandelt wurden in Gesellschaften. Ich glaube sogar, die Bundesrepublik hat eine eigene Steuernummer mittlerweile. Das habe ich ehrlicherweise in Ihrem Buch gar nicht so richtig verstanden, worin da die große Veränderung und die große Bedeutung liegt. Da muss ich Sie leider korrigieren. Das war wahrscheinlich ein anderes Buch von jemand anderem. Ich bin auf diesen Punkt nicht Ah, eingegangen. okay, das ja, ich habe so viel Nee. gelesen in den letzten Ja, Jahren. genau. Nee, genau. Aber es ist interessant, dass Sie es anschneiden, weil in der Tat ist es ja ein Thema, das viele Leute beschäftigt. Ja? So also nach dem Motto: Ja, was ist denn nun? Sind wir nun ein Staat oder eigentlich nicht? Oder was sind wir eigentlich und so weiter. Ich denke, da muss man sich ein bisschen lösen von diesen ganzen juristischen Fachsimpeleien, denke ich. Ob wir jetzt eine GmbH und Co. KG oder was auch immer sind, ist eigentlich nicht so entscheidend. Entscheidend ist ja immer für einen Staat, wird er als solcher von der Weltgemeinschaft wahrgenommen und akzeptiert. Und die Bundesrepublik ist seit ihrer Gründung von den Staaten der Welt akzeptiert worden. Also zu sagen, nee, die Bundesrepublik gibt es eigentlich gar nicht, das ist ganz was anderes. Ja, das mag juristisch, kenne ich mich nicht aus, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil es Scheingefechte sind. Realität ist, dass die Weltgemeinschaft die Bundesrepublik als eigenständigen Staat seit Jahrzehnten anerkannt hat und damit ist die Bundesrepublik ein Staat. Gut, letzte Frage zu diesem Buch. Sie haben ja gesagt, wir sind immer noch besetzt und in Ihrem Buch stand, glaube ich, auch drin, dass alle deutschen Gesetze von Amerika oder von der Besatzungsmacht freigegeben werden müssen, also alle Gesetze, die in Deutschland beschlossen werden. Sind wir denn jetzt ein souveräner Staat oder sind wir kein souveräner Staat? Also Betonung Nee, liegt auf souverän. das stimmt so nicht. Also die Amerikaner kümmern sich natürlich nicht darum, was wir für Gesetze haben, zum Beispiel, ob die Banane welche Krümmung die haben muss oder wie auch immer. Das interessiert die nicht. Nein, es geht um die Gesetze, die ausschließlich mit der mit der Stationierung, sie nennen es ja nicht Besatzung, sondern Stationierung der Truppen zu tun hat. Was ich viel spannender finde, ist weniger, dass sie da drauf schauen, sondern die Tatsache, dass beispielsweise, wenn ein Angehöriger der US-Streitkräfte ein Verbrechen begeht in Deutschland, dann wird er in der Regel in die Kaserne zurückgebracht und darf dann von der deutschen Justiz, wird er nicht mehr angegangen. Das heißt, er unterliegt dann der amerikanischen Justiz. Und die deutsche Polizei ist auch nicht berechtigt, in den US-Kasernen jetzt zu recherchieren und zu sagen, hier was oder Zeugen befragen und diese ganzen Dinge. Das finde ich ganz wichtig und noch wichtiger sogar finde ich, dass sogar die Bundesregierung zugegeben hat, sie wisse nicht genau, über welche Liegenschaften
die Amerikaner in Deutschland verfügen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, wie wenn Sie ein Haus haben mit einem Garten und Sie sagen, ja, der Garten gehört mir, aber ich weiß nicht genau, da hinten, da ist so ein Eck, keine Ahnung, gehört vielleicht jemand anders, ich weiß es einfach nicht. Und da drüben das Eck, das weiß ich auch nicht so genau. Also mit anderen Worten, Sie wissen gar nicht genau, wie groß Ihr Garten wirklich ist und was sich da alles abspielt auf dem Garten. Und genauso ist es hier. Also oder Sie haben also die Möglichkeit, neue Basen aufzubauen. Sie haben die Möglichkeit, Basen geheim zu halten. Und Sie dürfen laut Stationierungsgesetz, Besatzungsstatut, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch, Sie dürfen die Sollstärke der US-Streitkräfte auf den Stand bringen, den sie nach dem Krieg in Deutschland hatten. Das waren 500.000 Mann. Das heißt, theoretisch könnte Präsident Biden heute sagen, oh, ich schicke jetzt mal ein paar hunderttausend Mann nach Deutschland, ohne überhaupt irgendjemand zu fragen. Das finde ich schon interessant, wenn man sich vorstellt, dass auf einmal 500.000GIs in Deutschland wären. Ja, das ist, finde ich, sogar ziemlich erschreckend. Vor allen Dingen, was Sie gerade zuvor gesagt haben, was so ein bisschen gar nicht in seiner Bedeutung so richtig deutlich wurde, nämlich, dass die Amerikaner an jedem Standort in Deutschland eine Militärbasis aufmachen könnten, ohne einen fragen zu müssen. Also, das heißt ja Enteignung von Grund und Boden auf gut Deutsch. Und das muss man sich natürlich schon mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ja, aber als wäre das nicht schon genug, haben Sie ja noch ein paar andere spannende Bücher geschrieben. Und jetzt möchte ich überleiten zu dem Buch, was Sie 2015 veröffentlicht haben, wo Sie über den Dritten Weltkrieg geschrieben haben. Was hat Sie denn veranlasst, über einen möglichen Dritten Weltkrieg zu schreiben? Ganz einfach die Entwicklung. Die Entwicklung begann ja, wenn man so will, nicht 2001, würde ich mal sagen. Da war der Schwerpunkt noch gegen Terror und gegen Neuordnung des Nahen Ostens. Aber dann 2008, damals war George W. Bush noch gerade im Amt, sein letztes Amtsjahr. Und beim NATO-Gipfel wurde damals auf Druck von Bush beschlossen, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Und da war für mich klar, das ist ein Casus Belli, ein Kriegsgrund. Denn man muss sich vorstellen, die Russen würden jetzt sagen, okay, Mexiko ist jetzt ab sofort Verbündeter von Russland und natürlich stellen wir da Raketen auf und alles Mögliche. Würden die Amerikaner nicht zulassen, völlig verständlicherweise, denn die Vorwarnzeit für Raketen ist damit obsolet geworden. Wenn ich von Mexiko eine Rakete abschieße, haben die Amerikaner keine Chance, die abzufangen. Die Flugzeit ist viel zu kurz. Das Vielleicht, wenn ich Gleiche. nur kurz, Herr Otzeschowski, wenn ich kurz einhaken darf für unsere Zuschauer, also das Prinzip, dass der Krieg nicht ausbricht, beruht darauf, dass der, der als Zweiter schießt, trotzdem noch schießen kann. Und wenn man das unterbindet, indem man zu nah an den Feind ranrückt, dann macht man einen Angriff wahrscheinlicher. Und das ist eben das, was Sie gerade gesagt haben. Ja, es ist einfach ein Gefährdungspotenzial und man stelle sich vor, man ist jetzt, gehen wir also vom Vergleich der Amerikaner zu den Russen. Man stelle sich vor, man ist Russe und weiß jetzt, in der Ukraine werden, in dem Moment, wo die Ukraine in der NATO ist, werden Raketen aufgestellt, wo ich nicht mehr sicher sein kann, dass nicht irgendein Irrer aufs Knöpfchen drückt und dann knallt's und dann ist Russland halt zerstört. Das kann eine Nation nicht zulassen. Das geht einfach nicht. Und deswegen war mir 2008 schon klar, das läuft auf den Krieg hinaus. Der zweite Schritt war dann 2014, das war das Jahr, an dem ich das Buch geschrieben habe. 2014 kam dann Maidan, der Umsturz in Kiew. Und damit war klar, aha, jetzt kommen die pro-westlichen Kräfte an die Regierung. Und diese wiederum hatten ja ein zweigleisiges Programm laufen. Zum einen möglicher Beitritt zur NATO und zum zweiten absolute Derussifizierung der Ukraine. Sprich, Russen raus aus der Ukraine, Sprachsäuberung, kein Russisch mehr und. Das heißt, sie waren um es salopp zu sagen, auf Krawall gebürstet. Ja? Diese Ukrainer. Diese sind ja nicht alle so. Aber diese waren auf Krawall gebürstet und damit war es auch wiederum klar, dass es irgendwann krachen muss. Und wenn man dann beobachtet hat, wie seit 2014
die ukrainische Regierung die eigene Bevölkerung des Donbass, es waren ja noch Ukrainer, permanent Zivilisten beschossen hat. Und diese Ukrainer im Donbass sind überwiegend russischstämmige Leute. Ja, dass Putin zum Beispiel zu Hause in Russland unglaublich Druck bekommen und sagen, hey, du kannst unsere Leute nicht hier erschießen lassen, pausenlos, ja? Tu was dagegen. War eigentlich klar. Also ich verstehe nicht, warum die Leute, oh, wie kommt es jetzt zum Krieg in der Ukraine? Welche Überraschung? Ist überhaupt keine Überraschung. Es war ein ganz logischer Prozess, der da ablief. Wie gesagt, beginnend 2008, aber spätestens 2014 ganz klar ersichtlich. Ja, wenn man das so alles hört, dann kann einem nur Angst und Bange werden. Und ja, jetzt haben wir heute, wo wir sprechen, haben wir 2023. Sie haben ein weiteres Buch geschrieben, Wenn der Papst flieht, das letzte Zeichen vor dem großen Umbruch. Das haben Sie, glaube ich, 2019 schon geschrieben. Und interessant finde ich, weil Sie zielen ja mit diesem Buch auf die Prophetie ab, weil das ist ja eine Aussage aus der Prophetie. Ja. Also Propheten und Seher haben eben gewisse Dinge vorhergesagt, unter anderem der Alois Oehlmeier, aber auch noch viele andere. Ja. Und Sie sind ja von Hause aus Journalist und Ihre Bücher bestechen ja durch Zahlen, Daten, Fakten und ganz viele Quellen. Wie kommen Sie dann dahin, dass Sie dann sozusagen die Prophetie aufnehmen und sogar zum Buchtitel machen? Das ist ja eine ganz spannende Wendung. Nee, ist keine Wendung, es ist eine Ergänzung, sage ich mal eher. Okay. Das kam so in der Zeit, als ich in den USA, in Los Angeles lebte, von 86 bis 92, war der große Renner The Big One, das große Erdbeben. The Big One kommt jetzt demnächst und wird Kalifornien zerstören. Das war überall in den Medien und hin und her. Und dann kamen natürlich auch viele sogenannte Propheten oder Seher, die gesagt haben, ja, und das steht, ist schon lange vorhergesagt. Und so. Und da wurde ich neugierig und habe mir gedacht, Mensch, jetzt beschäftige mich mal mit diesen Leuten, die glauben oder von sich den Eindruck haben, dass sie in die Zukunft schauen können. Und hinzu kam, dass ja dann die Jahrtausendwende kam. Wo es ja auch diese große Angst gab, was passiert mit den Computern, wenn das genau. Ja, und da habe ich mir gedacht, jetzt beschäftige ich mal damit und habe sozusagen die Vorhersagen verschiedenster Seher verglichen, um zu sehen, was sagt der und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass unglaublich viele mitteleuropäische Seher, die sehr, vielleicht darf ich das noch einfügen, ja, immer. Die Seher sind natürlich immer beeinflusst von ihrem Kulturkreis. Das heißt, es ist ganz spannend, wenn man jetzt beispielsweise Seher oder Propheten aus Hawaii etwa heranzieht, dann sieht man, was sagen die voraus? Ja, irgendwann mal kommt das große Wasser. Ja klar, die leben ja auf den Inseln. Mhm. Andere wiederum, die indianischen Völker, die sagen, es kommt eine große Dürre und so weiter. Also es ist immer geprägt auch von der Umgebung, in der der jeweilige Seher lebt. Und die mitteleuropäischen Seher sahen alle in verschiedensten Jahrhunderten offenbar einen dritten großen Weltkrieg voraus. Und das hat mich dann schon beunruhigt und dann habe ich mich genauer damit beschäftigt und habe gesehen, ja, bei Sehern muss man immer ganz klar sich sein, Propheten oder Seher, glaube ich, erhalten Visionen, Bilder also, von zukünftigen Ereignissen. In dem Moment, wo wir jetzt hergehen und sagen, ja, das ist ganz klar, das ist in dem und dem und dem Jahr, gehen wir fehl. Denn ein Seher sieht nur ein Bild, eine Vision, aber keine Jahreszahl. Mhm. Ein Seher kann jetzt nicht sagen, ja, nächstes Jahr kommt das und das. Nein, ein Seher kann sagen, ich sehe beispielsweise abgeerntete Felder oder. So, und wenn man jetzt diese ganzen Visionen zusammennimmt, dann ergibt sich doch ein relativ klares Bild, nämlich, dass sie Visionen hatten, zum Beispiel Irlmeier, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Mühlhirsel, 200 Jahre vorher und so weiter,
wenn man jetzt nur die bayerischen oder nur die mitteleuropäischen nimmt, die alle darauf hinauslaufen, dass es ein großes Kräfteringen geben wird zwischen Ost und West und dass dieser Krieg natürlich, wo denn sonst, in Mitteleuropa stattfindet. Wenn man jetzt genauer aber reingeht in die Vorhersagen, dann kommen doch Zweifel. Irlmaier zum Beispiel spricht immer von den drei russischen Panzerkeilen, die also bis an den Rhein vordringen und so weiter. Da muss man wiederum sagen, Irlmaier hat seine Visionen nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Aha, welche Bilder hat er denn bekommen im Zweiten Weltkrieg? Nämlich die von Panzerschlachten und so weiter. Klar, dass er dann annimmt, der Krieg sähe in Zukunft so aus, dass die Russen mit Panzerkeilen nach Europa kommen. Ich glaube das nicht. Das macht militärpolitisch überhaupt keinen Sinn, Deutschland zu überrollen mit Panzern oder irgendwie dergleichen. Das sind so Denkweisen aus dem vorigen Jahrhundert. Mittlerweile gehen die Kriege ganz anders. Das heißt, man muss also, glaube ich, sich lösen von Prophetien oder Visionen, die diese Menschen haben, die geprägt sind aus ihrer Zeit, und muss vielmehr sehen, welche Bilder sind da, die möglicherweise Wert haben oder ja, Wert haben. Ja. Und ich denke, dass der überwiegende Teil dieser Seher von einem Dritten Weltkrieg spricht, sollte uns schon zu bedenken geben. Ja, und Sie haben ja auch weiter in Ihrem Buch zitiert, dass der Dritte Weltkrieg schon begonnen hat und dass es ein Verteilungskrieg sei. Da haben Sie unter anderem den Papst Franziskus, aber auch den Günter Grass zitiert. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Ja, ich glaube schon, dass es Leute gibt, und Sie nannten gerade Günter Grass, auch der Papst natürlich mit seinen vielen Informationen, die er erhält. Papst hat ja, oder die katholische Kirche hat ja einen der effektivsten Geheimdienste, in dem Was sie. Was im Übrigen auch die meisten Menschen gar nicht wissen. Ja. Und dass er natürlich, dass Franziskus Informationen hat, die wir nicht haben, ist auch klar. Und Günter Grass, denke ich, ist einfach ein wacher und intelligenter Geist gewesen, der diese Dinge klar erkannt hat. Der Verteilungskampf findet statt. Ja, jetzt schon. Und wenn wir uns die weltpolitische Lage anschauen, dann sehen wir jetzt, dass jetzt zum Beispiel ein großer Krieg letztendlich ausbricht um die endgültige Frage, wer kontrolliert die Energiequellen des Nahen Ostens. Dieser Krieg geht schon seit Jahrzehnten. Ja, dann hört er mal wieder ein bisschen auf und dann geht er gleich wieder weiter. Und mal ist er in Syrien, mal ist er in Libyen, mal ist er da, mal ist er da. Also, und Sie spielen jetzt gerade an auf den gerade ausgebrochenen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Ja, der sich nach meiner Ansicht ausweiten wird, in welchem Maße, weiß ich nicht, aber mit Sicherheit wird Syrien und Irak und Iran, Iran, ne? Genau. Ja, Iran vor allen Dingen, mit eingreifen. Und ich denke, dass das auch eine gute Ablenkung ist von dem Krieg in der Ukraine, der ja offensichtlich für die NATO-Staaten verloren ist. Gegenoffensive hat nicht geklappt. Und ich denke, die Russen werden jetzt dazu übergehen, die alten Grenzen der Oblaste im Donetsk-Becken zu sichern. Und dann, ich vermute, die Ukraine wird, ja, vielleicht überleben sie es dieses Jahr noch. Aber spätestens nächstes Jahr wird, denke ich, die Ukraine nicht mehr existieren in dieser Form. Da sorgen dann schon auch die Polen, Rumänen und Ungarn dafür, die sich ihren Teil aus dem Kuchen natürlich sichern wollen. Ja, und aber gerade gut. Die Polen haben ja auch schon ihre Ansprüche angemeldet. Genau, genau. Insofern. Schon seit langem. Ja, es ist. Ja, aber sehen Sie, in dem Moment natürlich, wo die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit jetzt auf den Nahen Osten, Israel und so weiter gerichtet ist, spielt die Ukraine nicht mehr die große Rolle. Und das ist natürlich beabsichtigt, weil man nicht unbedingt zugeben will, dass das ganze Unternehmen kein Erfolg war. Ja, das ist absolut irre, was gerade passiert. Jetzt habe ich heute Morgen noch mal kurz die neuesten Nachrichten geschaut.
Es scheint ja auch so, dass mit China und Taiwan sich die Lage zuspitzt. Und da wurde ja auch immer befürchtet, dass damit ein, ich sag mal, herkömmlicher Krieg, ein dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Wie würden Sie das als erfahrener Journalist bewerten? Müssen wir uns da Sorgen machen, dass es, also ich meine, die Konflikte, die wir haben, sind alle schlimm genug. Wir haben ja den Ukraine, Russland, Kosovo, Serbien, Israel, Gaza, dann jetzt China, Taiwan. Meinen Sie, wir werden von dem Dritten Weltkrieg konventioneller Art verschont bleiben und die Chinesen können sich Taiwan holen und gut ist? Oder wie würden Sie das einschätzen? Nein, ich glaube, dass die Entscheider, ich nenne sie mal die Entscheider, also diejenigen, die, oder wie Horst Seehofer mal sagte, diejenigen, die nicht gewählt wurden, aber zu entscheiden haben, im Genau. Gegensatz zu denen, die gewählt wurden und nichts Die zu nichts entscheiden zu müssen. entscheiden haben. Also das ist Genau. ein Zitat von Horst Seehofer, das ist Ja. nicht von uns und das hat Nein. er wörtlich Ja. mal gesagt. Genau. Gegenüber Frank Markus Barwasser in der Sendung Pelzig unterhält sich im Mai 2000, leg's mir nicht fest, 2014 rum. Egal. Und diese Entscheider, glaube ich, haben jetzt auf eine alte Taktik sozusagen sich oder ja, sich konzentriert oder sich fokussiert auf eine alte Taktik von Levi Strauss, die Chaostheorie. Diese Theorie, interessanterweise, Levi Strauss war der Lehrer von Obama und einigen Entscheidern in Washington. Und der hat gesagt, Chaos ist die einzige Möglichkeit, so pervers das klingt, die einzige Möglichkeit, eine neue Ordnung zu schaffen. Ich muss erstmal alles ins Chaos stürzen. Und nach meiner Ansicht ist das, was gerade passiert, im Grunde ein Versuch, überall Chaos zu stiften. Es werden ja nicht nur jetzt Länder durcheinander gewürfelt. Es wird ja auch unser Geist durcheinander gewürfelt. Wir werden ja auch in ein geistiges Chaos gestürzt. Können Sie Zum das ein Beispiel, bisschen bin ich jetzt deutlicher ein Mann oder präzisieren? bin ich eine Frau oder Genau, bin ich, ja, was bin super. ich denn überhaupt und hin und her und diese ganzen Geschichten, ist die Familie noch gut? Nein, die Familie ist schlecht, die Familie ist eigentlich ein Überbleibsel aus der bösen Kolonial- und Zeit und aus der bösen Zeit, als der weiße Mann die Welt kontrolliert hat und so weiter und so weiter. Das heißt, jetzt wird ja alles in Frage gestellt. Alles wird umgepolt, alles wird neu ausgerichtet und zunächst mal entsteht Chaos. Und genau dieses Chaos ist nach meiner Ansicht der ursprüngliche Plan, nämlich komplettes Chaos anzurichten, um dann als Helfer zu erscheinen und sagen: Keine Sorge, liebe Leute. Wir sorgen für euch. Wir machen das schon. Bisschen Zentralbankgeld, digital versteht sich und so weiter. Und dann gibt es wieder auch was zu essen und zu trinken und wir versorgen euch. Und ihr müsst halt nur das machen, was wir wollen. So, jetzt salopp gesagt, denke ich, ist die Theorie. Und wenn wir jetzt ins Weltgeschehen schauen im Moment, entdecken wir, dass überall Chaos herrscht. Also auf Ihre Frage, war ein bisschen ein Umweg, aber auf Ihre Frage nochmal zu kommen. Ich glaube, wir müssen in den nächsten Wochen, Monaten mit einem permanenten Krieg rechnen. Und zwar an ganz vielen Schauplätzen. Warum? Weil Chaos erzeugt werden soll, weil Versorgungsengpässe entstehen dadurch, wie neues Chaos durch Versorgungsengpässe, Ängste. Es ist ja das Zeitalter der Angst. Ja. Es wird ja überall Angst produziert, gemacht. Ob ich jetzt Angst um mein Leben habe, weil der böse Virus mich dahinraffen könnte, ob ich jetzt Angst habe, mein Gott, morgen verbrenne ich, weil die Erde plötzlich so heiß wird, dass ich es nicht mehr aushalten kann, oder morgen trifft mich Putins böse Bombe oder was auch immer. Also es werden da ständig Ängste erzeugt. Und Chaos ist natürlich das perfekte Mittel, um A, alte Ordnungen zu zerstören und B, beim einzelnen Menschen Ängste auszulösen. Und Das ist meine Meinung. diese Ängste erzeugen natürlich Handlungsunfähigkeit und Ja. Hilflosigkeit, Ja. sodass man dann im Grunde auf eine Bevölkerung trifft, die erstarrt. Ich habe gerade letzte Tage ein Video zum Thema Angst gemacht und da haben wir das auch nochmal thematisiert.
Und ja, deshalb, mein Kanal heißt ja Prepare and Hope, weil ich sage, wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, das Beste hoffen, aber uns dennoch für die schlimmen Sachen vorbereiten. Und das ist ja auch der Sinn dieses Videos. Wir wollen keine Panik verbreiten, sondern wir wollen aufzeigen, was möglicherweise passiert, warum es passiert und dass wir es nicht vermeiden können, dass wir auch, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, keine Chance haben, davon ausgenommen zu bleiben. Das Einzige, was wir tun können, ist, Krisenbewältigung zu lernen oder vielleicht kann man es auch noch anders sagen, wieder zu lernen, mit Krisen zu leben. Denn wir haben ja seit dem Zweiten Weltkrieg bis kurz vor Corona in einer Blase gelebt, die war ja auch schon fast krank. Die war ja, der Staat hat uns alles abgenommen, wir hatten nur noch Brot und Spiele und das war auch eben schlecht. Und jetzt müssen wir uns halt den Tatsachen stellen, die Sie ja hier wunderschön geschildert haben, auch vor allen Dingen die Zusammenhänge. Herr Orzechowski, was würden Sie sagen? Wie ist der zeitliche Rahmen? Die Prophetie geht ja von 3 Monaten aus und danach kommt ein Meteorit, der einschlägt und danach soll alles wieder gut sein. Machen Sie meinen Zuschauern Hoffnung. Ja, also ich denke, diese Form, die Sie ja als Vision erhalten haben mit den 3 Monaten und dann kommt der Meteor und so weiter. Ich glaube, dass da sehr viel gespeist ist aus der Kulturgeschichte, in die diese Seher ja eingebettet sind. Die leben Also ja der nicht irgendwo Glaube auf an einer, Gott kann man ja fast schon sagen, ne? genau, die leben ja nicht irgendwo auf einer einsamen Insel und haben dann Visionen und bringen die zu Papier. Ist ja Quatsch. Die leben ja hier und sind eingebettet in Familie, Kultur und so weiter. Und sehr viele von ihnen waren sehr religiös, keine Frage. So, deswegen glaube ich, sollte man das trennen. Man sollte sagen, gut, die hatten ihre Visionen, aber die Schlussfolgerungen, die sie ziehen, dass dann Gott kommt und Meteor und da bringt dann alles wieder in Ordnung, die würde ich so nicht sehen wollen. Aber was wir daraus sehen können oder lernen können von diesen Sehern ist, es kommen offenbar Zeiten auf uns zu, die sehr unruhig und sehr chaotisch sind. Wenn wir aber, glaube ich, wenn wir uns zusammenfinden im familiären Bereich mit Freunden und so weiter, kleine Gruppen bilden und sagen, hey, es kommen jetzt miese Zeiten, Leute, lass uns zusammenstehen, lass uns gegenseitig helfen. Dann ist es ein Riesenschritt nach vorne. Ideal wäre natürlich, eine Gemeinschaft zu gründen, die unabhängig ist, jetzt auch in der Versorgungssituation unabhängig ist, die also über Nahrung und so weiter, Nahrungsquellen verfügt. Das wäre natürlich ideal, sicherlich nicht immer durchführbar, logisch, aber ich denke schon, man kann ein bisschen schauen. Wenn jetzt die Versorgung nicht mehr funktioniert, ich finde, das sollte unser erstes Problem sein. Unser erstes Problem ist nicht, dass, wie manche sagen, oh, dann kommt der Russ und der Russ wird uns bombardieren. Dieser Schwachsinn, macht militärisch keinen Sinn. Es ist Blödsinn. Also, aber was kann passieren? Dass die Versorgung nicht mehr funktioniert. Ganz einfach. Energiezufuhr nicht mehr funktioniert. Ganz einfach. Und da muss ich mir überlegen, was kann ich denn tun? Und da kann ich eine Menge tun. Ich kann dafür sorgen, dass ich trotzdem meine Wärme habe, alternative Wärmequellen mir suchen. Ich kann, wie gesagt, meine Versorgung organisieren, sodass ich weiß, wenn was ist, kriege ich immer noch was zu essen und so. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle hier mit Sturmgewehr und rumlaufen, wie es die Amis machen, ne? Die bewaffnen sich ja bis an die Zähne, weil jetzt dann der Bürgerkrieg kommt und so. Das glaube ich nicht, aber Stichwort Bürgerkrieg, ich bin kein Prophet. Die Propheten sagen aber, es wird in dieser Phase des Krieges, des Weltkrieges, der ja jetzt kein Weltkrieg ist im Sinne von im Zweiten Weltkrieg, dass überall Bomben fallen. Nein, das sind ständige Reibereien, ständige Scharmützel, ständiger Krieg. Oder So, Chaos, wie Sie gesagt haben. Chaos. Und jetzt kommt ein Problem. Wir haben in Europa mindestens, das ist jetzt ganz, ganz niedrig geschätzt, 2 Millionen waffenfähige, kriegstaugliche junge Männer aus den arabischen Ländern.
2 Millionen? Etwa in Boah. ganz Europa. Okay? Wenn, und jetzt überlegen Sie mal, die Truppenstärke der Bundeswehr ist 182.000. Davon sind wahrscheinlich 40.000 oder so kriegs- und kampffähig. Der Rest sind so Verwaltung und weiß ich nicht was. Oder 50.000, ich weiß nicht. Jedenfalls ist die Personalstärke dieser jungen Leute, dieser jungen Männer, unglaublich größer als die Personalstärke unserer Armeen. Ich behaupte jetzt nicht, dass die jetzt sofort. Ich sage nur, wenn jetzt zum Beispiel im Nahen Osten Krieg ist und dann sich dieser Krieg überträgt auf Europa, wie überträgt er sich? Dass zum Beispiel die Palästinenser, die in Deutschland leben, irgendwelche anderen, die in Deutschland leben, mit denen sie zerstritten sind, bekämpfen. Auf der Straße, logisch, wo denn sonst? Ja, Naja, oder die, wir haben es ja im ja. Prinzip schon gehabt. Letzten Freitag hat ein ehemaliger Führer der Hamas weltweit die Islamisten zum Richtig. Terror aufgerufen. Das ist Richtig. ja im Grunde nichts anderes als das, Richtig. was Sie gerade beschreiben. Genau. Und jetzt auf Ihre Frage der Vorsorge. Das sollten wir ein bisschen im Auge haben. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt versuchen, mitten in einer Region zu leben, in der vielleicht ganz viele dieser Gruppen zu Hause sind, in Deutschland. Sondern versuchen, ja, in eine Gegend zu gehen, wo noch viele Deutsche leben, nicht weil die Deutschen so viel besser wären, sondern weil es da halt ruhiger ist, schlicht und ergreifend. Und die Naja, Deutschen. man muss ja nochmal das ganz anders sehen, weil diese Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben, die geraten ja genauso in Versorgungsengpässe und Ja. Versorgungsnöte wie die anderen. Und wer Hunger hat, wer Durst hat, der geht irgendwann hin und holt sich das da, wo er es kriegt, So egal ist welche Rasse, welche Hautfarbe oder was auch So ist immer der es. hat. Sieht man in Amerika jetzt. Da werden ja täglich zig Geschäfte geplündert und die Polizei ist im Grunde machtlos, weil es ja ganzer Mob ist, der da kommt. Ja. Und das sind Szenen, die ich mir durchaus vorstellen kann in Deutschland. Und da wiederum komme ich jetzt zu meinen jungen Männern, die kriegstauglich sind. Ja, die sind natürlich im Vorteil. Ja. Ja, wenn Sie und ich in den Supermarkt gehen und da kommt eine Gruppe von 10, 20-jährigen jungen Kerlen strotzend vor Kraft, ich meine, da brauchen wir nicht James Bond sein, da haben wir keine Chance, Nein. schlicht und ergreifend. Und So, man muss und dazu die. sagen, die kommen ja häufig aus Krisenregionen, wenn sie nicht sogar selber Kämpfer waren in Ja, diesen ja. Krisenregionen. Das heißt, die sind Krieg gewohnt, die sind Waffen Absolut. gewohnt, auch den Umgang mit Waffen gewohnt und. Das heißt, Absolut. und wir sind, wie gesagt, die letzten Jahre in einer Wohlfühlblase gelebt. Das Gefährlichste, was wir hatten, war, wenn wir im Fernsehen Bungee-Jumping angeguckt haben. Ja, genau. So ist Genau. es doch. Ja, genau. Nee, und deswegen glaube ich, auf sowas sollte man sich einstellen und halt versuchen, diese Brennpunkte, nenne ich es jetzt mal, zu vermeiden und in andere Regionen zu gehen und sich selber zu versorgen und vor allen Dingen wichtig, auch emotional einen Kreis von Menschen um sich zu haben, die man auch mag, wo man weiß, auf die kann ich mich verlassen, die helfen. Wir helfen uns gegenseitig, es funktioniert und so weiter. Ich glaube, dass das durchaus möglich ist und jetzt, wir brauchen keine Bunker, es werden keine Bomben fallen, das glaube ich absolut nicht, weil es keinen Sinn macht. Nicht, weil ich an das Gute im Menschen immer glaube, sondern nein, es ist militärisch völlig sinnlos. Also ein zweites Dresden wird es in Deutschland nicht geben. Ja, also da muss ich sagen, da haben Sie mir jetzt schon eine große Angst genommen. Und ansonsten bin ich zu 100% Ihrer Auffassung, Gemeinschaft ist der beste Schutz, den wir haben können. Und was ich so ein bisschen problematisch finde, ist, wir haben ja, Sie sehen meine Bücher da im Hintergrund, ich habe ja schon seit 2 Jahren Bücher über das Thema Energiemangel geschrieben. Und ich habe auch selber früher den Fehler begangen und habe nur die Vorsorge praktisch im Fokus gehabt. Aber Sie haben gerade 2 Dinge angesprochen. Das eine ist die mentale Vorsorge, also in das zu erwarten, was Ja. realistischerweise kommen kann, sich Ja. damit auseinanderzusetzen, es Ja. nicht zu verdrängen, sich auch diesen Ängsten zu stellen. Und was ich glaube, was eben auch wichtig ist, was bisher bei der ganzen Vorsorge bei den meisten zu kurz kommt, ist eben zu lernen, wie lebe ich denn in einer Krise? Und deswegen haben wir ja einen Verein gegründet, die Set Europe Association, wo wir der herkömmlichen Bevölkerung halt die Möglichkeit geben, sich in Krisenbewältigung ausbilden zu lassen
und zusätzlich eine sichere Gemeinschaft zu bilden, weil es sind bei uns nur Leute, die eine Eintrittswahrscheinlichkeit für diese von uns gerade besprochenen Dinge sehen. Und damit ist man natürlich auch in einem geschützten Raum und muss sich nicht Verschwörungstheoretiker nennen lassen oder sonst irgendwas und kann dann eben auch ganz geschützt eine lokale Vernetzung, eben die Bildung von Gemeinschaften fördern, wo man dann, falls es tatsächlich so schlimm kommt, wie wir befürchten, wie wir nicht voraussagen, sondern nur befürchten, dass man dann eben auf diesen Schutz der Gemeinschaft zurückgreifen kann. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für Ihre Einschätzung. Sie haben ja auch darf sehr... Ich noch mal, Herr Jungnischke, darf ja. ich noch mal was dazu ja, fügen? Ja, gerne. Weil ich glaube, dass das wichtig ist, gerade für die Menschen in Deutschland, die jetzt zuhören oder zusehen. Natürlich, ich habe gesagt, es wird sicherlich keinen herkömmlichen Krieg mit Panzerkeilen und Bomben und so weiter geben. Aber man muss, wenn man es militärisch sieht, und Sie haben ja gesagt, in Ihrem Umfeld sind auch Menschen, die oder Männer und Frauen, die beim Militär waren. Ich war auch beim Militär und habe viel gelernt. Und dann muss man natürlich die militärische Realität auch wahrnehmen. Und die ist die, wenn sich tatsächlich der Krieg Ukraine-Russland, also NATO-Russland mit anderen Worten, wenn der sich tatsächlich ausweitet, dann in der Tat müssen wir nicht mit Bombenangriffen und so weiter reden, habe ich gesagt. Aber natürlich muss dann der Feind, in dem Fall Russland, logischerweise, dass die Ziele angreifen in Deutschland, die kriegsentscheidend sind. Und Deutschland ist das Nachschubland der NATO Nummer 1 für Europa. Das heißt, wir haben Basen wie Ramstein, größter US-Militärflughafen außerhalb der USA. Ramstein ist hochgefährdet. Also wenn überhaupt, dann Ramstein. Dann natürlich Idar-Oberstein, Büchel und weitere Plätze. Auch die Verlade oder die Transportplätze wie Wilhelmshaven, Flughafen Leipzig und dergleichen sind natürlich gefährdet. Das muss man ganz klar sagen. Also im Kriegsfalle bombardiert man heute keine Städte mehr, aber man bombardiert ganz klar mit Raketen die Nachschubbasen des Gegners. Und da sind wir in Deutschland eigentlich ganz gut dabei. Das heißt, wir kommen nicht, wir kämen im Ernstfall zumindest in diesen Gebieten um diese Grafenwöhr und andere, um diese Basen herum, nicht ohne Schaden davon. Also das muss man auch ganz klar realistisch sehen. Ja, und wir haben vor allen Dingen auch im Frankfurter Raum, also im Rhein-Main-Gebiet, sind ganz viele Headquarters von den Amerikanern. Und da wird auch gerade irgendwo ein großes neues Krankenhaus für 3000 Leute gebaut. Landstuhl bei genau, Ramstein. Also es ist schon ziemlich viel amerikanisches Militär hier. Ja, und jeder hat jetzt noch die Chance, sich das anzusehen, wo da die Brennpunkte sind. Ja. Und wenn er kann, eben Entscheidungen zu treffen oder zumindest mal, wenn es sich weiter zuspitzt, für eine Zeit von da wegzugehen, denkt, das ist allemal besser, als da sich in Gefahr zu bringen. Ja. Und nochmal, wir wollen hier überhaupt keine Angst schüren, sondern wir möchten einfach die Fakten so darstellen, wie wir sie sehen. Und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, wir haben einen Ukraine-Russland-Konflikt, es brodelt im Kosovo und Serbien, es brodelt Israel-Gaza und es brodelt China und Taiwan. Also wer da noch sagt, die Welt ist in friedlichem Zustand und alles sei in Ordnung, der hat wirklich gelernt, wie man verdrängt. Und das hat noch nie zu was geführt, sondern sich Krisen zu stellen und zu lernen, damit umzugehen. Das ist die einzige, meiner Meinung nach zumindest, die einzige mögliche oder die einzige Möglichkeit, relativ unbeschadet daraus hervorzugehen. Und da haben wir noch gar nicht über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Energieversorgung gesprochen, die wir ja jeden Tag in Deutschland spüren. Ja. Das wäre noch mal eine Frage. Wie sieht es in Portugal eigentlich aus? Ist die Wirtschaft da auch so marode, wie sie hier in Deutschland jetzt wird, oder geht es in Portugal besser? Ja, Portugal hatte, glaube ich, jetzt im laufenden Jahr das größte Wachstum in Europa. Ist jetzt auch nicht riesig, ne? Sind 2% oder was. Ja, ja. Aber was die Energieversorgung betrifft, ist in der Tat ein Vorteil.
Portugal hat, glaube ich, 60% seiner Energie ist erneuerbar, also Wind und Wasser und hauptsächlich auch natürlich Sonnenkollektoren, logisch, bietet sich ja an. Und die anderen 40% werden angeliefert über Terminals an der Westküste und kommen meist aus Marokko und anderen afrikanischen Ländern. Das heißt, Portugal ist da sehr gut versorgt. Und man überlegt sogar eine Pipeline zu bauen von der Westküste, von Sines, das ist ein Ort an der Westküste südlich von Lissabon, von Sines bis nach Mitteleuropa, um das Gas, was in Sines ankommt, dann nach Mitteleuropa weiterzuführen. Also das ist ganz gut, was ein bisschen auch hier mir Sorgen macht, ist, dass es auch hier Spannungen gibt, jetzt nicht gravierende, aber Spannungen zwischen den Einwanderern aus den ehemaligen Kolonien und den Portugiesen selbst. Und da habe ich schon ein bisschen den Eindruck, dass die Portugiesen noch ziemlich weit hinter ihrer Geschichte herhinken, denn sie fühlen sich immer noch so ein bisschen als Kolonialherren. Und ich habe mit vielen gesprochen, die aus Guinea-Bissau, Angola und die anderen Kolonien, auch Brasilien vor allen Dingen, kamen, die sich ein bisschen behandelt fühlen wie Menschen zweiter Klasse, so nach dem Motto, ihr seid ja unsere alten Kolonialsklaven, mehr oder weniger. Das gefällt mir nicht, sage ich ganz ehrlich. Und aber es läuft friedlich ab. Die Menschen sind hier ziemlich friedlich, sie sind sehr geduldig, sie sind sehr entspannt auch. Also das ist schon sehr angenehm. Gerade in Covid-Zeiten war das sehr, 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 sehr angenehm. Ansonsten ist die Energieversorgung hier wirklich sehr gut. Und auch, was ich angeschnitten habe, das war mit einer der Gründe, ganz ehrlich, warum ich vor 3 Jahren hierher gezogen bin, weil hier die Versorgungslage absolut ideal ist. Also wir haben die Bauern im Hinterland und kriegt man alles. Also da wird nichts exportiert oder importiert, alles von den Bauern ringsherum. Und das würde ja auch im Ernstfall, denke ich, genauso weiter funktionieren. Das Ja, ist zum das ist. Beispiel etwas, was man tun kann, wenn man jetzt, ja, ich habe aber kein Haus, ich kann mir keinen Garten und so weiter zum Anbau leisten. Nein, aber guck doch mal, in welcher Stadt du lebst. Vielleicht ist ja im Hinterland dieser Stadt, hoffentlich eine kleinere Stadt, keine Riesenstadt, im Hinterland Landwirtschaft. Und da kann man sich ja schon mal drum kümmern. Da kann man ja schon mal zu einem Bauern gehen und sagen, hey, hör mal, lass uns doch ein bisschen ins Geschäft kommen, ja, und ihm was abkaufen und ihn kennenlernen und so weiter. Also da kann man schon viel machen. Ja. Und ja. Also das ist auch noch ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie den nochmal angesprochen haben. Und wir haben ja auch hier in Deutschland eine Verstädterung. Also viele Menschen gehen eben vom Land weg. Und da sollte man sich überlegen, ob das in der heutigen Zeit noch clever ist Ja. oder ob man nicht lieber am Arsch der Welt wohnt, wo man Ja. eben auch selber Ackerbau und Viehzucht betreiben kann. Und wenn es nur die Hühner und ein paar Schafe und ein Gemüsegarten ist Oder eben, wie und ich gesagt habe, die Bauern kennt, die einfach gleich in der Umgebung ihren Bauernhof haben. wobei bei Genau. uns in Deutschland die meisten Bauern ja heute große Agrarbetriebe sind, die halt in der Regel Leider. dann irgendwelche Treibstoffpflanzen, also Energiepflanzen anbauen. Und da sind ja, also ich habe hier in meinem Umfeld noch relativ viel Landwirtschaft. Ich kenne einen Kartoffelacker, und alles andere ist fast Mais geworden mittlerweile. Gut, Zuckerrüben haben wir auch noch, aber die kann man halt auch nicht so essen. Und dann sind wir fertig hier. Und wir haben noch nicht mal mehr einen Schweinebauern, der hat vor Jahren zugemacht, weil es sich nicht mehr rentiert hat. Also das ist ein anderes Thema, aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dass man jetzt schon sich die Gemeinschaft suchen muss, die man in der Krise braucht, weil wenn man in einer Krise irgendwo hinkommt, dann werden die, die vorgesorgt haben, sagen, tut mir leid, aber das ist jetzt dein Problem und nicht mehr meins. Und deswegen ist es halt jetzt so wichtig. Und nochmal, den Kopf in den Sand zu stecken, bringt leider nicht weiter. Ja, ich muss sagen, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr schönen Bogen geschlagen, um heute wieder unsere Zuschauer zu informieren. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie am Sonntagmorgen sich die Zeit genommen haben, uns Gerne. Ihre Sicht der Dinge mitzugeben. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank und liebe Grüße nach Portugal. Gerne. Vielen Dank, Herr Englisch. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Schön.